got some business to take care of. See you later. Women. I hate to break it out to you, but Salazar is dead. Yes, it seems that way. Sadler, why don't you give up and let Ashley go home? Perhaps you are disillusioned with overconfidence, just because you killed my small-time subordinate. Sadler, you're small-time. Oh. Arrive in my cave of torment, my friend. So Leute, und damit herzlich willkommen hier wieder zurück zu Resident Evil 4. Ich habe ja am Ende des letzten Partes gesagt, ich weiß gar nicht mehr, welcher Oberbösewicht überhaupt noch vorhanden ist. Ja, der hat sich gerade angekündigt, es ist der nette Herr Settler. Das war, glaube ich, eine der ersten Bosse, die wir gelegt haben. Und der hat sich nochmal mit sehr viel lauten Worten wiedergemeldet. Und der scheint hier der Obermacker zu sein. Und wir sind jetzt hier auf seiner kleinen Liebesinsel. Oder Folterkammer genannt. So, okay, das da hinten ist wahrscheinlich schon sein Zeichen, oder? Ist das das nicht? Da. Das ist ein Spiegel oder irgendwas. Also Gegner sehe ich erstmal nicht. Ich benutze erstmal die Pistole. Ist wahrscheinlich... Weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Alter. Wir haben aber auch gerade Glück, ne? Dass die nette Ada uns da das Boot einfach mal Vollgas startet, wir irgendwo dran ecken. Und durch Zufall ist hier gerade eine Höhle. Hätte ja auch mal nach hinten losgehen können, ne? Hast keinen Rettungsring, das Ding geht unter. Aber das weiß die wahrscheinlich. Das weiß die! Die lässt uns doch hier nicht im Stich. So, rechts oder geradeaus? Ich gehe erstmal hier lang. Warum? Hier leuchtet Licht. Oh nein! Stimmt, Ashley, du bist ja auch noch da. Kann ich das Licht vielleicht einfach ausschießen? So, wo ist die denn, die Olle? Ach so. Da wies ma's. So, okay, das ist so ein Armeestützpunkt. Yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. So, warte mal. Was mache ich jetzt mit dem? Was mache ich denn jetzt mit dem? Alter Latz. Ja, Pumpen-Action, oder? Guck. Oh oh. Oh, warte mal, du Trottel. Das ist natürlich richtig nice. Okay, das ist nicht mehr so nice. Das war dumm. Das war einfach dumm. Wir halten fest, das war dumm. So, das können wir gleich benutzen. Das heißt, Pumpi. Pumpi McPumpen Joe. Jetzt ist aber gut. Komm, jetzt stirb. Oh oh, jetzt ist er böse. Jetzt kommt er rum. Hier rennt doch noch irgendwer rum, oder? Ich höre doch irgendwas. Alter, es mit den Gegnern haben sie es echt so ein bisschen übertrieben, oder? Jetzt kommen wir auf einmal. Sonst waren es die Kettensägen-Joes, jetzt haben sie auf einmal mega Gatling-Guns. Was? Wie bitte? Nee, 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 das mache ich nicht. Ich gehe mal hier hoch. Ich mache mal lieber die alte Taktik. Okay, mit dem Spiegel muss ich irgendwas machen. Komm.
geil, Magnum. Das mit den extra Nüssen. Der weiße Bastard. Ja, das ist. Ich weiß, das ist Munitionsverschwendung, das mache ich nicht. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Oder Leon, bleib bei deinem Messer. So ist der Spruch. Ich hab's mir nicht ausgesucht, das ist der Spruch. So, komm. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass auf einmal einer hinter mir steht. Aber das ist unbegründet. Ich vermute, da hinten geht es auch irgendwie lang. Aber ich glaube, der ist unter uns. Unter uns? War das nicht auch so eine Serie? Ich glaube, das war so ein Spin-off zu Resident Evil. Unter uns. Ja, natürlich. Noch einer. Ach, komm her. Uah. Sehr gut, weil ich mal wieder nicht abwarten kann. Es geschieht mir einfach recht. Es geschieht mir echt einfach recht. Ich mach das. Ich zieh das jetzt durch, Leute. Es ist zwar langweilig, aber ich mach das jetzt. Es ergibt keinen Sinn, hier ewig rumzuballern, Munition zu verschwenden. Das ist wahrscheinlich extra so gemacht, dass man hier so ein bisschen cheesen kann. Aber ihr könnt ja eigentlich mal die Birne runterballern. Ich komm nicht hin! Es kommen noch so viele, ey. Ich höre sie doch alle. Ich höre so viele Gegner. Ey, es nimmt kein Ende, Leute. Es nimmt kein Ende. Überlegt mal, ich hätte da wirklich mit Waffengewalt, also mit Handfefter, Waffengewalt hiergegen angekämpft. Das hätte keine Chance. So, ich will einfach mal gucken, was hier unten überhaupt los ist. Hier mal los, Mann. Wo kommen die denn alle her? Hier schießt doch noch irgendwer, oder? Oh, natürlich! Ich sage es noch und renne rein. Tja. Viel Spaß. Das ist dein Job, jetzt hierher zu kommen. Kann ich den vielleicht treffen? Yes. Ich dachte wenigstens, die Insel ist wenigstens verschont geblieben hier von Corona Resident Evil Virus. Na klasse. Ach komm her. Shit happens. Shit happens. Dafür habe ich das Ei. Geil. Ist direkt hier explodiert. Das war natürlich nicht mein Plan. Ist da noch irgendwo wer, oder? Oh, es ist noch einer hinter mir. Ich könnte kotzen. Jetzt lasst mich in Frieden. Was eigentlich, wenn ich hier rüberspringe? Geht nicht. Haben die nicht sogar schusssichere Westen an? Warte mal, wir haben doch das Scharfschützengewehr. Warum soll ich es denn nicht nehmen? Ich nehme das jetzt einfach. Bah! Yes! Der Bastard. Warte mal, wenn einer redet, dann braucht er ja auch irgendwie einen Mund und einen Kopf. Ich höre immer noch was. Was ist der denn? Zack! Der humpelte Leon. Eins kann er noch. Oh oh. Okay, fokussieren. Das kriegen wir hin. Wir haben so viel hingekriegt. Das kriegen wir auch noch hin. So.
Warum kann ich eigentlich diesen kleinen Leuchtstab nicht nehmen? Das wäre doch der Hammer. Einfach mit so einem fetten Leuchtstab mal durch die Massen gehen. Das wäre einfach richtig geil. So. Ja, es ist ein Reflektor. Ne? Man nennt es auch Spiegel. Im herkömmlichen Sinne. Aber dazu brauche ich natürlich irgendwie eine Lichtquelle. Die hier wahrscheinlich irgendwo sein wird. Die Frage ist natürlich, wo? Muss ich die erst noch aktivieren? Muss ich die erst noch umleiten? Viele Fragen, die sich mir stellen. Auf jede einzelne hätte ich eine Antwort, aber... So, wartet mal. Also, was müssen wir überhaupt machen? Hier in der Mitte ist doch eine Lampe. Da drüben ist irgendwas. Also entweder muss ich das Licht hierher führen oder nicht. Okay. Okay, es ist ein Sensor. Das ergibt natürlich dann durchaus Sinn. Wir müssen also diesen roten Laser mit Hilfe der Spiegel zum Sensor führen. Also es ergibt alles Sinn. Also viele Annahmen, die ich hatte, haben sich leider nicht bewerkstelligt, sondern es ist ganz anders. Ganz anders als gedacht. So kann es auch gehen im Leben, ne? Du hast einen Plan und dann auf einmal musst du spontan alles anders machen. Ist aber auch gut. Flexibel bleiben. So. Und jetzt diesen einen Spiegel noch drehen und dann müsste sich theoretisch dieser besagte Ausgang öffnen. Mal schauen. Magic. She's got a magic touch. Da da da. A magic touch. Touch. So, das war mein kleines Medley. Mann, jetzt geh doch hier hoch. Zu verschiedenen Bands. Ihr dürft gerne in die Comments schreiben, welche Bands das wohl sind. So, gibt's hier vielleicht auch noch... Also mit diesen komischen Rotdiamanten, die hier irgendwo in den Steinen hingen oder so. Die Zeit ist vorbei, ne? Ich meine, gut, es ist auch eine militärische Insel. Oh, scheiße. Militärische Insel. Ihr Ficker! Ihr Ficker! Macht euch doch her! Jetzt habt ihr Schiss. So schnell kann es nämlich gehen. Eben noch einen auf dicke Hose, auf dicken Stein gemacht. Und dann auf einmal weg sein. So sind sie. So. Ah, doch, also, wenn der TÜV vorbeikommt, der nimmt diese Brücke definitiv ab. Sagt, Stempel drauf, nehmen wir. Eindeutig. Die hält. Sehr gut, Leon. Richtig geil. Zack. Aber der zweite sitzt, so muss es sein. So, warte mal, das ist ein grünes. Jetzt können wir eigentlich... Nee, wir lassen mal so. Wir nehmen erstmal das hier. Alles andere behalten wir erstmal so, wie es ist. Komm, ein Stückchen näher. Jack. Sehr gut. Also ihr wisst ja, ne, wenn ich über den Charakter lästere, hier sprich über Leon, bin natürlich ich gemeint. Ach, hier ist ein Gegner. Oh. Geht das hier weiter? Ich dachte jetzt ehrlich gesagt, dass das hier gar nicht gleich weitergeht, sondern dass das ein Geheimraum ist oder sowas. Sehr gut. Mann! Bats. Was denn? Hä?
Alles gut, einfach weitermachen. Alter, du hast... Du siehst aus wie von Half-Life, die Typen. 3, 4, 5. Ficker. Entschuldigung, dass ich immer Ficker sage. Das ist bei uns einfach eine ganz normale Beleidigung. Das ist jetzt nichts Spektakuläres, wo man sagt, ah, das kannst du nicht sagen. Das hört sich so drastisch an, aber nein! Alter, du gehst mir auf den Sack. Verpiss dich. Boah, die halten ziemlich viel aus, die Jungs. Muss ich jetzt mal sagen. So, damit ist es jetzt auch an der Zeit, das Highspray zu benutzen. Aber das ist eigentlich auch kein Problem, denn wir haben genug Geld, um uns bei der nächsten, beim nächsten Treffen mit dem Händler uns mal wieder ein Highspray zu genehmigen. Und irgendwie müssen wir das Geld auch loswerden. Nee. Das lassen wir bleiben. Das lassen wir mal schön bleiben, Freundchen. Daneben. So, wartet mal, da war doch noch einer, oder? Ja, natürlich! Das ist doch alles albern, was hier passiert. Ach so. Es geht alles nicht mit rechten Dingen zu, das kann ich euch sagen. Das ist alles, alles läuft hier verkehrt. Ey, komm. Ey, das war der Hoden, ne? Das weißt du selbst. Genau, also, da hält man höchstens 2 Schüsse aus. Eigentlich 1. Eigentlich, ne, 1. Schluss. Trottel. Trottel. Ich war aber auch gut. Ich war auch wirklich gut. Durch Zufall wirklich genau das Dynamit getroffen. Ich würde gerne behaupten, dass es Absicht gewesen wäre, aber war es leider nicht. So, wir kämpfen uns mal. Ich habe das Gefühl, hinter mir ist er. Yeah, das ist natürlich jetzt echt geil. So, da machen wir jetzt einfach ein bisschen Weg gut. Hey, komm. Oh, nö. Ich hab dir noch niemals reingebolzt. Okay, das ist definitiv Pumpenzeit. Das weiß jeder. Das geht eigentlich nur mit Pumpe. Ansonsten muss der Joey da oben das machen. Der regelt das eigentlich ganz gut mit seinem Dynamit. Muss ich echt sagen, der macht das eigentlich ganz souverän. Also ich könnte es nicht besser machen. So, er geht ein bisschen auf den Zeiger. Er muss jetzt mal sterben. Genau das. Sehr gut, sehr gut. Den letzten Schuss immer daneben sammeln. So. Gott, war das schon immer so aufreibend, dieses Spiel? War es immer schon so schwierig? Hat es irgendwie so einfach in Erinnerung? Entweder war ich damals saugut. Nope. Oder ich hab's einfach abgestempelt als, ey, es war voll easy, spiel's nicht normal. Was natürlich blödsinnig ist. Denn es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel. Ob es jetzt so herausragend ist, wie es so immer angepriesen wird, das weiß ich jetzt nicht. Ne? Es ist auf jeden Fall ein sehr starkes Spiel und meine frühere Meinung zu dem Spiel war definitiv falsch. Das kann ich schon mal sagen. Ich möchte damit meine Meinung revidieren. Hier ist doch immer noch einer. Oh, ey, es geht einen auf den Sack. Jetzt komm doch mal zu deinen anderen Leuten. Ey, ganz ehrlich, ich kann mich hier eine halbe Stunde drehen. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich es scheiße fand. Eine halbe Stunde drehe ich mich und jetzt trifft er mich wieder was.
Tschüss. Wehe. Wehe, da kommt was raus. Wehe, da kommt was raus. Wartet mal. Oh, ich bin ja voll im Dunkeln. Ah, meine Güte. Es ist aber jetzt wirklich schon so ein bisschen in der abendlichen Stimmung. Da muss ich natürlich das kleine Selfie-Licht anmachen. So. Denn ich werde natürlich noch ein Part aufnehmen. Ich bin gerade so drin in dem Spiel. Komm. Komm. Und zack. Einfach durchmessern. Ich habe keine Lust, jetzt noch so viel Munition zu verbraten. Das muss jetzt wirklich einfach mal genügen. Ach geil, und hier hätte ich so... Oh nein, hätte ich die alle überfahren können? Hätte ich... Nee, oder? Irgendwo ist noch einer. Ich hau jetzt ab, ey. Das sind mir viel zu viele Gegner. Na gut, du noch. Du bist aber wirklich der Letzte. Oh, das ist ein Dynamite Johnny. Also, vor meinen Augen, echt? Willst du das echt rausholen, das Dynamit? Vor meinen Augen, 10 cm vor mir. Das ist echt eiskalt. Ich möchte noch einmal ganz kurz gucken, da oben ist noch ein Weg. Nicht, dass ich da oben irgendein geiles Item liegen lasse. Das wäre natürlich echt ein Riesen-Fauxpas. So, das muss ja dann eigentlich nochmal hier so lang gehen, oder? So. Irgendwie hier rechts. Hier. Oh, guckt euch das an. Und da wollte ich einfach weitergehen. Das geht natürlich nicht. Das wäre natürlich echt ganz schwach. Da oben ist irgendwie... Das ist eine Luke. Hm. Okay. Ja, da hätte ich die wahrscheinlich alle umgehen können. Umgehen. Mal alle platt. Klar oder nicht? Ja, locker. Locker. So. Ja, da staunst du, lieber Herr Gesangsverein. Da sind wir wieder. Lebendig. Quicklebendig. Und wie sind die Preise? Alter, du hast sie doch nicht alle. Du hast sie doch nicht alle. So, wir speichern jetzt natürlich mal ab, denn angekommen auf dieser Horrorinsel und gerade so bis zu diesem Punkt durchgekämpft, da hat man sich reglich einen Speicherpunkt verdient. Definitiv haben wir das. Und damit beende ich auch den Part für heute, denn das war heute meine Resident Evil 4 Session mit euch. Ich spiele, glaube ich, gleich noch eine Runde weiter, denn ich finde es gerade richtig geil. Und ja, ihr seht das nächste Mal, wie es hier weitergeht. Danke fürs Zusehen. Ciao.